Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einer neuen Folge von Bandy and the Ink Machine. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, meine Lieben, und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich glaube, warte mal, wir müssen als allererstes den Fahrstuhl holen. Wir haben uns nämlich hier in Level 9 zurückgezogen gehabt, um zu speichern. Eigentlich waren wir nämlich in Level 14, wo wir nämlich gleich wieder hingehen werden, und auf der Suche nach Tintenherzen. 4 von 5 4 von 5 Tintenherzen haben wir schon. Und zwar haben wir die aus Wesen herausgeschlagen, die wir auf einer Ebene gefunden haben, wo wir nicht nur vor dem Tintendämon fliehen mussten, sondern auch vor dem Filmvorführer. Der mich so ein bisschen erinnert hat an die fleischgewordene Pixars Lampe aus dem Horrorfilm. Aber lasst euch überraschen, ihr werdet das gleich sehen, ihr werdet das gleich sehen. Aber uns fehlt tatsächlich nur noch eins. Mir war gar nicht bewusst, dass wir so gut gewesen sind. Aber gut, dann fehlt uns nur noch eins. In diesem Sinne, let's play! Genau, aus diesen Teilen hier, die rennen nämlich irgendwo herum oder liegen sogar auch teilweise nur in der Ecke herum, und aus denen haben wir diese Herzen herausbekommen. Ich versuche zu überlegen, wo wir noch nicht gewesen sind, aber ich glaube, das lässt sich gar nicht so einfach sagen, weil es ziemlich verwinkelt da unten ist. Ihr werdet das gleich sehen. Pass auf. Ich wollte gerade schon zurückschrecken, zwecks des Flackern des Bildes. Ich dachte, der Kameratyp sei hinter uns, aber die Tücke an dem Ganzen ist nämlich, wir haben hier immer wieder diese Filmsequenzen. Wir werden uns jetzt mal, weil ich nicht weiß, wo er ist, weil er vorbeikommt, einfach mal provisorisch im Schrank verstecken. Weil wir haben nämlich überall in diesem Keller, nenne ich das mal so, diese Filmsequenzen mit Bandy. Ich höre ihn. Er kommt doch. Ja, er kommt, er kommt. Da läuft jemand. Ah, jetzt von der Seite. Der wechselt also, glaube ich, auch die Laufrichtung. Das arme, verfluchte Wesen, auf ewig verdammt hier unten rumzulaufen, ne? Ich überlege, ob wir ihnen jetzt hier hinterherlaufen. Aber nicht so unmittelbar. Ist vielleicht einfacher. Oh, 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 oh. Sind das zwei? Sieht das durch Zufall zwei? Es sah so aus, ne? Oder hat er sich umgedreht? Oh, lauf doch rein! Dreht er da hinten oder sind das zwei? Das sieht so aus, als hätte der umgedreht.
auf ewig verflucht, mit einer überdimensionalen Kamera auf dem Kopf rumzulaufen. Auf, wir laufen jetzt mal hier lang. Es ist einfach so unfassbar dunkel, ne? Hier waren wir schon. Nein, 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 nein! Fuck, fuck, fuck! Nein! Nein! War nämlich das letzte Mal, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass wir ihm dann nur noch in die Arme gelaufen sind. Aber wo ist das einzelne, verdammte letzte Herz, ne? Es geht ja nur noch um ein einzelnes Herz. Es geht ja nur noch um ein einzelnes Herz. Ich kann schon wieder nicht mehr reden, ne? Es geht nur noch um ein einzelnes, einsames, verdammtes, einzelnes Herz. Sowas nervt mich immer so ein bisschen an, ne? Pass auf. Wir sind jetzt einfach vielleicht mal ein bisschen mutiger. Es ist einfach so dunkel. Ich sehe überhaupt nichts hier, ne? I see nothing. Darkness. Clear. Schimmel die Bananen, leck mich! Scheiße, 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 scheiße! Nein, ich will mich verfolgt! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ah, Mutti kommt! Geh weg! Aber dann wird's wenigstens hell, wenn er kommt! Geh in den Schrank, geh in den Schrank, geh in den Schrank, geh in den Schrank! Aus dem Augen, aus dem Sinn, Leute! Ich liebe es! Das war wenigstens kurzzeitig mal hell. Wir gehen jetzt mal in diesen Schrank rein. Wo ist das letzte Herz? Habt ihr es gesehen? Bin ich vorbeigelaufen? Wo könnte das letzte Herz sein, ne? Verzweifelte Suche. Da war es wieder weg.
In der Ecke waren wir aber, glaube ich, noch nicht. Oder waren wir hier schon? Vielleicht. Ich weiß nicht. Das letzte Herz! Ja! Wir haben es gefunden, Leute, das letzte Herz. Aber was will sie, Gottverdammt, damit? Was will sie? Also wenn die nicht da an mir jetzt gleich hier zum Leben erweckt, weiß ich auch nicht, ne? Wo sind die Herzen irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Also unser letztes neues Ziel ist es bestimmt unser letztes Ziel. Rückkehr zum Engel. Und auch die Herzen sollen wir in diese Sammelbox legen. Leute, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir jetzt hier auf die 5 Herzen kommen. Es war mehr Glück als Verstand. Also lassen wir den Filmvorführer da unten jetzt seinem Schicksal und... Bing! Fahren zurück in Level 9. Als würden wir von da hinten den Knopf drücken können. Ich habe Angst. Ich weiß noch nicht so genau, was uns jetzt gleich erfahren wird. Was uns gleich widerfahren wird, was wir erleben werden. Ich bin ein bisschen gemischte Fühle. Oh Leute, was ist denn? Also, ne, zurzeit 22:51. Ich bin offensichtlich, da oben ist nichts mehr vorhanden. Gefühle. Ich, ja. Lassen wir das. Was will sie uns sagen? Hä? Another day, another dollar. Ich sag am besten gar nichts mehr. Und auch die werfen wir in diesen Mülleimer-ähnlichen Kasten. Ich hab's befürchtet. Hä? Einfach so? Wo ist der Haken? Was erzählt ihr jetzt vom Himmel? Um in den Himmel zu kommen, muss ich ja sterben. Kann ich hier bitte wieder raus? Hallo? Sie will dich, geh! Geh zu ihr! Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße! Alice! Hallo? Joey, I'm here. Let's see if we can find what you want.
Kapitel 4. Kolossale Wunder. Level S. Uff. Wo bin ich? Wer bin ich? Wieso bin ich? Ich glaube, der ist zumindest schon mal dich. Ladies and gentlemen, time to come back home to play. But you're just me, this isn't your day. For the happy fun time has begun to fade. Watchers, we reanimate our corpses. You abandoned or dismantled or mishandled. But we won't be skipped and swayed.